Egal wie gut du als Gamer bist, egal wie krass du bist, irgendwann wirst du irgendeine Variation von diesem Screen sehen. Snake, are you okay? Snake? Spielst du ein From Software Spiel, wirst du diesen Screen vermutlich sogar relativ oft sehen. In den meisten Spielen ist das der Moment, wo du kurz innehältst, Luft holst und dann einen neuen Versuch wagst. Außer bei COD, da springst du erstmal mit dem Kopf durch die Wand. Der virtuelle Tod ist aber etwas, was wir eben als typisches Element von Videospielen sehen, was wir gar nicht weiter überdenken oder gar in irgendeinen Story-Zusammenhang setzen. Aber es gibt Spiele, da hat der virtuelle Tod eine Bedeutung. Da haben sich die Writer einen Lore-Hintergrund für das Ableben ausgedacht oder es spielt tatsächlich in ein Gameplay-Feature hinein. Und genau diese Spiele schauen wir uns heute an, die Spiele, wo dein Versagen, du Loser, Teil der Story ist. Und ich weiß, ihr erwartet jetzt, dass ich direkt mit den Souls-Spielen anfange, aber lasst uns erstmal woanders beginnen. Und zwar mit... Die meisten Roguelites arbeiten mit dem Prinzip des virtuellen Tods, aber Sifu arbeitet nicht nur mit dem Game Over, sondern auch mit deinem Alter. Du beginnst das Spiel in einem Alter von 20 Jahren, aber wenn du verlierst, und ja, du wirst verlieren, dann belebt dich ein Talisman zwar wieder, du alterst aber dabei auch. Dieses magische Item hat aber nur eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen, das bedeutet, du kannst zwar die Lebensspanne von Gen Z bis Boomer in einem Run durchmachen, aber ab einem gewissen Alter bist du endgültig Game Over. Das Alter hat aber nicht nur Einfluss auf das Aussehen eures Charakters, sondern auch auf das Gameplay. Ein älterer Charakter steckt mehr Damage ein, verteilt aber auch mehr. Auch gewisse Skills sind nur verfügbar, wenn ihr nicht zu alt seid. Mit 20 seid ihr vielleicht topfit und steckt alles weg, aber lasst mich euch sagen, wenn ihr älter seid, dann reicht es, nur zu schnell den Kopf zu drehen und zack, Nacken kaputt. Ähnlich schaut es aus bei Hades. In Roguelites ist Verlieren Teil des Core-Gameplay-Loops. Der Lore-Hintergrund ist bei Protagonist Zagreus zwar nicht sonderlich tiefgründig, denn Zagreus ist nun mal unsterblich und in seiner Flucht durch die Unterwelt kann er zwar mal unterlegen, aber wird einfach wieder im Hause Hades auferstehen. Kratos würde zwar ein Wörtchen mitreden, wenn man sagt, die Götter sind unsterblich, aber das muss uns in Hades erstmal nicht interessieren. Ich habe eigentlich auch nur eine Ausrede gebraucht, um Hades nochmal zu erwähnen. Hades ist ein grandioses Spiel, geht und zockt Hades, Leute! Etwas undurchsichtiger wird Leben und Tod im nächsten Spiel. Wenig Spiele arbeiten so mit klassischen Game Design Prinzipien wie Death Stranding. Das Spiel ist allgemein ziemlich crazy, man versteht die Hälfte der Zeit nicht, was abgeht, Charaktere machen komische Dinge, unsichtbare Monster greifen einen an und das Core Gameplay, ob man es nun mag oder nicht, ist ein Riesenunterschied zu den meisten modernen Spielen. Aber ein Game Over gibt es in Death Stranding nicht wirklich. Schon früh im Spiel wird einem erklärt, dass man Leichen dringend verbrennen muss, sonst kommt es zu einem Void Out, einer riesigen Explosion. Das gleiche kann aber auch passieren, wenn du von den sogenannten BTs erwischt wirst, verlierst und dann den Ort deines Todes wieder besuchst, da findest du einen riesigen Krater vor. Da Death Stranding ein Spiel rund um Navigation ist, sind diese Krater schon massive Hindernisse, die euer Gameplay natürlich entsprechend erschweren. Sam selbst kann zwar nicht sterben, aber dafür kann ein Tod eure Spielwelt drastisch verändern. Ziemlich interessantes Prinzip, aber wenn ihr die Lore von Death Stranding verstehen wollt, fangt erstmal mit Quantenphysik oder so an, ist etwas leichter, als was auch immer die Story von dem Spiel ist. Auch in Deathloop ist der virtuelle Tod vorprogrammiert. Hier erneut mit einem etwas anderen Twist, beziehungsweise einen, den wir sogar schon kennen. Ein Time Loop, eine Schleife, in der ihr gefangen seid. Statt beim Verlieren den letzten Checkpoint zu laden, beginnt euer Loop von vorne und ihr wacht am Strand auf, an dem Ort, wo das Spiel beginnt. Interessanterweise behaltet ihr euer erlangtes Wissen, könnt aber auch manche Items mit in den nächsten Loop nehmen. Das bedeutet, ihr seid jedes Mal ein bisschen schlauer, ein bisschen besser ausgestattet, bereit im nächsten Loop noch weiterzukommen. Die Story des Spiels vertraut euch zwar mit der Aufgabe, die Zeitschleife zu beenden, in der ihr gefangen seid, aber solange ihr gefangen seid, habt ihr damit auch unendliche Versuche. In Nier Automata gibt es zwar keine Zeitschleife, aber existenzielle Fragen ohne Ende. Aber auch hier habt ihr unendlich Versuche. Wird 2B mal in ihre Einzelteile zerlegt, ladet ihr euer Bewusstsein einfach in den nächsten Android und schon seid ihr ready to go. Ihr könnt sogar euren vorherigen kaputten Körper wiederfinden. Eine Mechanik, die euch erlaubt, verlorene Ressourcen wiederzugewinnen, ähnlich wie bei einem Souls-Game. Ihr könnt euch sogar entscheiden, euren Roboterkörper freiwillig aufzugeben, indem ihr euch sprengt. Dabei verliert 2B aber gelegentlich auch ihren Rock. Tut mit dieser Info, was ihr wollt.
Wir gehen mal von Sci-Fi zum Herr-der-Ringe-Universum. Ein Spiel in diesem Franchise wird gerne mal vergessen, hat aber eigentlich ziemlich coole Ideen. Shadow of War ist inzwischen vielleicht etwas älter, aber die coolen Ideen und der Umgang mit dem Verlieren führen zum genialen Nemesis-System. Lore-technisch ist Protagonist Talion direkt zu Beginn des ersten Spiels gestorben, aber der Geist von Celebrimbor teilt seinen Körper und belebt ihn wieder. Solltet ihr im Kampf gegen die Orks verlieren, belebt diese euch wieder, aber euer Tod ist Kanon. Das bedeutet, Orks erinnern sich daran, euch gekillt zu haben, Zeit verstreicht und den Kampf habt ihr halt verloren. Der Ork, der euch besiegt hat, wird übrigens befördert, hat mehr Wachen um sich rum und ist stärker geworden. Besiegt euch ein Ork oder Uruk mehrmals, könnt ihr quasi zusehen, wie dieser die Ränge aufsteigt. Und manchmal müsst ihr euch eben auch einen blöden Spruch anhören, wenn ihr auf die Schnauze kriegt. It's the Gravewalker! I thought he was dead! Jetzt reden wir aber nicht länger um den heißen Brei herum. Ein Spiel habt ihr schon erwartet in dem Moment, wo ihr das Thumbnail oder den Titel gelesen habt. From Software hat schon immer damit brilliert, in ihre Lore einzubauen, warum Sterben und Wiederauferstehen ein permanenter Bestandteil ihrer Spiele ist. Egal, ob es das aktuelle Elden Ring oder das originale Dark Souls ist. Da man in FromSoft-Spielen relativ oft diesen Bildschirm hier sieht, ist es umso spannender, dass es dafür im Kontext der Story eine Erklärung gibt. Ich nehme jetzt hier explizit Dark Souls, weil mir hier die Metaebene so gefällt. In der Welt von Dark Souls gibt es Kreaturen, die gebrandet sind vom Darksein. Dieser Fluch verdonnert euch zu einem Leben als Untoter. Sowohl ihr als auch Feinde sind mit diesem Mal gebrandet, was euch nach dem Tod wieder auferstehen lässt, aber eben auch eure ganzen Gegner. Jede Wiederbelebung führt aber dazu, dass ihr ein wenig von euch selbst verliert und irgendwann seid ihr nichts als eine leere Hülle. So wie eben eure ganzen Gegner. Ihr bekämpft also konstant Feinde, die darstellen, was euren Charakter erwartet. Dieser Prozess nennt sich Going Hollow und es wird gesagt, das Einzige, was einem davon abhalten kann, ist ein Zweck, ein Ziel, dem man entgegenstrebt. Das Ziel für euren Charakter ist die Main Story des Spiels, aber gleichzeitig auch das permanente Weitermachen, nicht aufgeben, symbolisch dafür, dass auch ihr als Gamer es in der Hand habt, ob euer Charakter seinem Zweck und Ziel folgt, denn gebt ihr irgendwann auf, bei einem Boss deinstalliert das Spiel, weil ihr gefrustet seid und lässt euch von Dark Souls besiegen, dann bedeutet das auch, dass euer Charakter jetzt ohne Ziel Hollow wird. An dieser Stelle muss man natürlich erwähnen, dass es auch einige Spiele gibt, die einen sogenannten Permadeath-Modus mit sich bringen, wo das Ganze ja auch im Story-Kontext Sinn macht. Bist du tot, bist du halt tot, Story-Ende. Oder wie in GTA, du bist halt nie wirklich tot, denn nach 37 Schüssen, Absturz aus 3 Kilometer und 2 Explosionen wachst du halt im Krankenhaus wieder auf. Das waren nur ein paar Spiele, die mit dem Prinzip des virtuellen Ablebens ziemlich spannend umgehen. Was fällt euch da noch ein? Habt ihr noch Ideen? Schreibt es in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, dann sehen wir uns auch wieder. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.